So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Winkelchen. Und wir haben endlich 108 Eisen. Wir können endlich was machen. So, denn zum Beispiel Nägel. Nägel sind Mangelware. Die ganze Zeit. Ne, waren sie gar nicht irgendwie. Aber egal, jetzt haben wir noch mehr Nägel. So. Hufeisen. So, Hufeisen können wir auch nochmal so 7 Stück machen, dann haben wir mindestens 10 in der Tasche. 10 Hufeisen in der Tasche zu haben, sollte ja wohl eine gute Geschichte sein. Ja, man muss nur aufpassen, dass die, wenn man joggt, dass die nicht so hin und her bimmeln, sonst schlagen die links und rechts an die Eier und das tut dann richtig weh. Nochmal 6 Zangen. Was fehlt mir denn gerade? Ich will erst machen, was mir fehlt. Da, Schaufel. Machen wir 10 Schaufeln. Gut, dann können wir ein paar Sicheln machen. Dafür kann ich endlich mal den Stahl benutzen. Herzlichen Glückwunsch. Dann mache ich 10 Sicheln. So, die Michelsichel. Los geht's. Brauche ich einen neuen Tisch für, damit ich die Sichel auch verkaufen kann. Sehr gut. Dann brauchen wir 5 Hämmer. Dass wir davon dann auch genug in der Tasche haben. Forken brauchen wir auch 5. Mindestens eigentlich. Eigentlich brauchen wir sogar mehr. So, Aufgabe erledigt. Guck mal, Heugabelversorger. Nice, sehr schön. So, können wir dann... Ich überlege gerade. Ne, machen wir nochmal 5 von. Müssen wir davon auch 10 haben. Muss alles da sein. Muss alles da sein. So. Von den Zangen... Brauchen wir 6 sogar. Ganze Eisen, was wir eingekauft haben, ist gleich wieder weg. Und das war's, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9. Ja, okay. Ne, Moment mal. Wir haben noch eine Axt. Wir haben noch 2 Äxte zu wenig. So. Die brauchen wir noch. So nicht. Ja, so einfach geht das nicht. So. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Ich wollte nur mal kurz so einen Blick lunzen hier. So. Kaufen. Tischchen. So. Zack. Und wo ist die Sichel? Die sichelige Sichel. Da ist die Sichel. Sehr gut. So, dann haben wir die Sichel auch drin. Und dann können wir auch schon den Laden aufmachen. Oh, das waren 2. Habt ihr das gesehen? Haben wir eine Quest am Start, die wir machen können? Oh, da ist schon fast alles abgehakt. Die ist ja gut hier, guck mal. Aber ich will die hier haben. Aber wie gut ist denn mein Brot? Was backe ich denn so für ein Brot im Augenblick? Ah, ich habe vergessen, die Sachen zu gießen. Ich muss mal eben los. Zum Glück habe ich jetzt Angestellte, die sich hier um den ganzen Krempel kümmern. Da, das Getreide. Aber ah, das ist noch nicht fertig. Ich würde gerne das mit dem Brot machen. Muss ich nichts mehr gießen, muss ich einen weiter... Ich kann ja auch jetzt die besseren Kartoffeln machen, aber die mache ich, glaube ich, erst das nächste Mal, damit mit dem Rhythmus... Obwohl, scheiß auf den Hund drauf. So. Okay, hier ein bisschen so. Jo. 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 Gut, das haben wir alles gegossen. Händler. Guten Tag. Die Dame möchte Fleisch. Habe ich Fleisch? Ich habe kein Fleisch. Hast du Fleisch? Weißt du, Fleisch? Er hat Fleisch. Er hat teures Fleisch, aber das nehme ich. Ist mir egal. Ich bin Großmogul. Ich habe das Geld. So. Los, nimm alles, was er hat. So, weg. Zack, verkaufen.
Verkaufen. Danke. Sehr gut. Was backe ich für ein Brot? Okay, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, dass ich ein schlechteres Brot backe als das, was da gefordert ist. Dann nehme ich diese geile Quest hier an mit 1400, obwohl die ist ja auch ziemlich gut, ne? Aber wie viel Brot muss ich denn da? 26 Brote? Sechs Tage Frist habe ich dafür. Wie viel Getreide kriege ich denn hier wohl raus im Schnitt? Also ich brauche... Dann bräuchte ich 52 Getreide. Zur Not müsste ich mir noch welches kaufen dann. Ich nehme die aber an. Auch wenn die hier auch ganz cool ist. Was mache ich denn hier für einen Liebestrank? Wie gut ist denn der? Weil es ist ja eigentlich sogar mehr. Wie steht es nun mein Liebestrank? Die Wahrscheinlichkeit ist bei 33%, dass es nur Level 2 ist. Aber bei 67%, dass es höher ist. Was brauche ich hier? Level 3. 67%, Level 3. Was brauche ich dafür für den Liebestrank? Äpfel. Okay. Ich könnte 20 Liebestränke jetzt gerade machen. Und bräuchte... Okay, das wird... Na, ich mach das mit dem... Ich mach das mit dem Brot. Ich back gerne Brot, um ehrlich zu sein. Machen wir das. So. So, ja, auf... Auffällen! Mann, ey. Hier ist noch ein Händler. Hat auch noch Getreide sogar da. Teures Getreide, aber ich nehme es mal mit. For the greater good. Oh, du möchtest Eisen? Ich habe Eisen. Guck hier. Warte, warte. Zack, kannst deinen Eisenmangel bekämpfen. Oh, habe ich Blaubeeren und habe ich Wolle? Ja, Wolle habe ich. Blaubeeren auch, wurden nachgefüllt. Okay, nice. Na, 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 nice. Was fehlt mir denn da? Da fehlt ein Blumenkohl. Ja, verkackt nochmal. Ah, ich hoffe, aber ich glaube, die machen jetzt alle Feierabend, ne? Wenn ich jetzt noch schnell den Blumenkohl ernte, ob die den dann noch nachfüllen? Ja, macht sie, guck mal, voll gut. Sehr, sehr schön. So, jetzt könnt ihr hier, haut ab, los, bin fort. Ich möchte hier Sachen machen, wozu ich alleine sein muss. Los. Brauch gleich meine Hände und dann wird's klebrig. Ich werde nämlich backen, dann wird vorher der Teig ganz schön klebrig. Los, raus jetzt. So. Ja, ich möchte jetzt backen. Backen, backen, backen. Erstmal möchte ich gießen. So. Hier ein bisschen gießen. Und da ein bisschen gießen. So, okay. Jetzt nehmen wir alles an Getreide mit. Dann könnte ich das auch in der Frist schaffen. Ich habe lang genug Zeit dafür, dass ich jetzt nur eine komplette Fuhre Getreide anpflanzen kann. Und ernten kann gleich. Wie viel Getreide habe ich denn jetzt? So, wo ist mein Getreide? Getreide, ich sehe es gerade nicht da. 26 Getreide habe ich. Ja, das wird sowieso noch nicht reichen. Aber dann machen wir uns schon mal an die Sache ran. So viel wie geht. Komm. So. Backe mal das Brot. Das leckere, leckere Brot. Guck mal, ich kann gar nicht schlechteres Brot backen. So, wieso ist das? Achso, das könnte schlechter werden, aber meine Zutaten sind so gut. So, guck mal, dann habe ich jetzt schon 15. 15 von 26. Naja, immerhin. Ja, das wird dann abgeerntet noch, das passt dann auch. Guck mal, sehr schön. Kann ich das hier nochmal upgraden? Noch nicht ganz, aber bald. Wenn ich jetzt... mal eins von diesen Lagerdingern hier wegnehmen würde. Ich arbeite mich hier komplett durch.
So, jetzt hätte ich genug Geld, ne? Oder? 1500, wie viel brauche ich denn? Ich brauchte 1600 sogar, ne? Ne, passt. Sehr schön. Kann ich weiter das Lager plündern? Bald haben wir es. Bald ist es vollbracht. Dann ist dieses ganze Lager hier weg. Und da oben ist alles safe. Das wird so geil. Dann habe ich hier mein Loch im Boden. Oh, Moment mal. Ich kann ja das Loch im Boden... Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer, weil jetzt, wenn ich das wegstelle, habe ich nur noch 189 Lagerplätze frei. Dann kann ich doch das Loch im Boden da hinten hinwerfen, oder? Also, theoretisch. Aber das passt hier nicht rein, ne? Das brauchst du mehrere Sachen. Das war schon ganz gut da, wo es stand. So. Ja. Ein bisschen ernten noch. Was haben wir denn hier? Blaubeeren können wir ernten. Wir ernten uns jetzt mal die Hucke voll, ne? Kartoffeln braucht man auch immer. Ja. Bisschen Spargel kann man auch mal wieder haben. Ne? Spargelzeit. Gut. So. Nochmal eben die, den Bestand prüfen hier. Haben wir noch alles in rauen Mengen da? Ja, das ist noch da. Davon können wir nochmal ein paar machen hier. Sogar nur, tatsächlich nur ein paar, dann ist vorbei. Wir haben keine Kamille mehr, oder was? Oder was? Ja, tatsächlich, keine Kamille mehr. Muss ich mal eben Kamille popeln gehen. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir wieder Kamille. Und zwar so viel, dass ich überladen bin. Ich hoffe, das kann ich noch mit der Aussaat ein bisschen entgegenkontern. So, wie viel Lavendel haben wir noch? Wir haben auch nicht mehr viel Lavendel, aber ich bin ein bisschen voll. So, was hatte ich jetzt gesagt, was ich machen wollte? Komm hier, tu mal so und tu mal so und jetzt mach mal hier so. Sehr schön. Das können wir ja auch noch mal machen, ne? Wir haben nur noch eine einzige Alraune, ist das richtig? Oh, ist ja blöd, ne? Okay, gut. Dann muss ich gleich Alraunen kaufen. So, was haben wir denn hier noch? Marmelade haben wir, das haben wir. Hier Fleischgedöns haben wir. Können wir aber noch mal ein paar machen, ne? Das machen wir so zwei, drei Stück. So. Gemüseeintopf haben wir. Gemüsesuppe dürften wir auch genug haben. Es ist noch Suppe da. Ja, das ist ja wirklich wunderbar. So. Ja, dann. Das Schmiedezeugs ist auch alles noch in Ordnung. Machen wir auf die Kiste. Weiter geht's. Guti, gut, gut. Sehr schön. Kaufet, kaufet. Ihr lustigen Leute. Ich will gleich hier diese Quest noch abgrasen. Hier diese da erweitert den Laden. Ich kann doch irgendwie noch so da was vorbauen oder so. Dann ist das fertig. Ping. Oh, das ist der Schmiede-Heini. Der hat bestimmt Eisen, oder? Hast du Eisen? Ja, du hast Eisen. Aber du hast so wenig Eisen. Du bist ja ein blöder Schmiede-Heini. Ein bisschen Stahl hat er, aber naja, das bisschen, was wir da am Stahl noch brauchen, also ist jetzt nicht so gut. Torf hat er! Er hat richtig guten Torf. Guck mal hier. Level 5. Motherfucker Torf. Level 6 sogar, so. Nehmen wir mit. Haben wir keinen Platz mehr im Lager? Nee, Alter. Nee, dann hier. Weg. So, dann nehmen wir jetzt mal hier den dicken Torf. So. Hätte ich gern noch mehr eingekauft bei dem, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mal doch nicht so viel abgeerntet.
So. Jetzt ist die Schneidereibedarf hier auch da, aber jetzt ist auch schon wieder... Ich lasse noch einen Moment laufen. Ich hoffe, dass ich bis dahin die Regale noch ein bisschen mehr befüllen kann. So, dass ich dann tatsächlich hinterher... So, jetzt kommt. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Kann ich nachholen. So, was haben wir denn hier? Leinen haben wir jetzt 20. Leder haben wir 19. Das ist eigentlich ganz gut. Aber es ist auch krass im Angebot, ne? So. So. Ja, Moment mal für dich. Schwuppiduppi. Da ist noch ein Händler, aber ich habe gar keinen Platz und auch, weiß ich nicht. Aber er hat goldenen Käse. Aber nee, lieber nicht. Ciao. Was fehlt denn hier? Warum fehlen hier schon wieder Hosen? Geh weg. Ja. So. Oh. Geht jetzt alle nach Hause. Hinfort, hinfort, hinfort. Los, auch die letzte. Okay, dann gucken wir doch mal. Wir müssen noch was auffüllen erstmal. Ich würde zuerst gerne einmal hier mein Loch im Boden aufwerten, aber so viel Geld habe ich gerade nicht. Das heißt, ich muss erst wieder latschen, ein Stück Lager verkaufen, langsam zurücklatschen, den echt weiten Weg. Oh Mann, ey. Wer jetzt vorspult, ist ein Arsch. Ich muss das auch live mitmachen. Kann ich hier nochmal gießen dabei. Guck mal, dann hat es sogar Sinn. So. Okay, okay, okay. Jetzt noch ein Stück da hier. Ein kleines Stückchen noch, komm schon. Und mein Loch im Boden aufwerten. Nice! Loch im Boden ist aufgewertet. Mal schnell noch gießen. Weil die sind wichtig, die brauche ich noch. Schon komplett unterkellert das alles hier. So ein Riesenloch ist das jetzt. So, zack, so einfach geht das. Ja, möchte ich so übernehmen. Ja, was ist denn? Möchtest du diese Änderung übernehmen? Ja, nicht genug Geld. Kack, Dreck! Nein, möchte ich nicht übernehmen, ja. Scheißdreck hier. Ja, demnächst werde ich die Küche umbauen. Dann wird die Küche hier in die Ecke kommen. Also hier der Werkplatz hier in die Ecke. Und dann kommt hier auch nochmal Verkaufsraum hin. Ui, ui, ui. So, ja, gut. Dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr sein mögt. Tschüss.